17 Monate war in Nordkorea in Haft, weil er in einem Hotel angeblich ein Propagandaplakat klauen wollte als Souvenir. Dann wurde er ins Gefängnis, in ein Straflager gesteckt und dort soll er qualvoll misshandelt worden sein. Nur wenige Tage nach seiner Freilassung und seiner Rückkehr in die USA starb er jetzt nach Auskunft seiner Familie und den Folgen der Misshandlung. Dies ist das letzte Video, das Otto Brombeer in Nordkorea in Freiheit zeigt, bei einer Schneeballschlacht mit Studenten und nordkoreanischen Kindern. Seine Familie veröffentlichte die Bilder, nachdem der 22-Jährige vergangene Woche sterbenskrank und bereits im Koma liegend nach Hause kam. Am Abend schrieb sie: Unglücklicherweise ließen die grauenvollen Misshandlungen, die unser Sohn durch das nordkoreanische Regime erleben musste, kein anderes Schicksal zu als das Traurige, das wir heute erleben mussten. Erst eine Woche vor seiner Freilassung hatten die Eltern erfahren, dass ihr Sohn bereits seit 15 Monaten im Koma gelegen haben soll. Die Ärzte in den USA sagen, er sei in einem Wachkoma gewesen. Er öffnete die Augen und blinzelte unkontrolliert. Es gab keine Anzeichen dafür, dass er mitbekommen hat, wenn man ihn angesprochen hat. Das nordkoreanische Regime behauptet, Brombeer sei an Botulismus, also einer schweren Nahrungsmittelvergiftung, erkrankt und ins Koma gefallen, nachdem er eine Schlaftablette bekommen hatte. Das bestreiten die Mediziner in den USA. Seine schweren Hirnschäden könnten von einem Sauerstoffentzug stammen, vermuten sie. Hinweise auf Schläge gebe es nicht. Brombeer soll während einer Studienreise ein Propagandaplakat geklaut haben und wurde im März vergangenen Jahres zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt. Schlussendlich haben wir ihn nach Hause zu seinen Eltern gebracht. Sie waren so glücklich, ihn zu sehen, auch wenn er in sehr schlechter Verfassung war. Und nun ist er verstorben. Es ist ein brutales Regime, sagte US-Präsident Trump zu Brombeers Tod. Nordkorea werde dafür zur Verantwortung gezogen, drohte US-Außenminister Tillerson in der Nacht. Wie ist er offen? Tja, ein Fall, der viele Fragen aufwirft. Umso besser, dass unser Medizinexperte Dr. Christoph Specht heute bei uns ist. Ja, schauen wir uns ja die unterschiedlichen Versionen mal an. Die Nordkoreaner, also die sagen, er hat eine Lebensmittelvergiftung gehabt, hat eine Tablette genommen und ist dann nicht mehr aufgewacht. Klingt das für Sie auch aus der Ferne betrachtet? Ich weiß, es ist schwierig, aber klingt das für Sie plausibel? Na, plausibel eigentlich nicht. Natürlich kann man es nicht komplett ausschließen. Man kann auch so ins Koma fallen, aber sehr wahrscheinlich klingt es nicht. Man hat natürlich den Verdacht, dass doch irgendetwas vorgefallen sein muss, was die Sauerstoffzufuhr zum Hirn behindert hat. Zumindest legen das die Untersuchungen der Amerikaner jetzt nahe. Ja, schauen wir uns die Untersuchungen eben der amerikanischen Ärzte mal ein bisschen genauer an. Was die da vorgestellt haben, wofür spricht das in Ihren Augen? Also was die Amerikaner gesehen haben, die haben ein MRT gemacht des Gehirns und haben dort eben ein untergegangenes Gewebe und zwar großflächig in allen Bereichen des Gehirns gefunden. Sowas entsteht immer dann, wenn nicht genügend Sauerstoff zum Hirn kommt. Das kann natürlich wieder ganz unterschiedliche Ursachen haben. Da jetzt zu spekulieren, ist wirklich sehr, sehr schwierig. Es kann Herzstillstand gewesen sein. Jedenfalls ist nicht genügend Sauerstoff dort angekommen. Natürlich sprießen dann so die Vermutungen ins Kraut. Es könnte mit Folter zusammengehangen haben. Das ist natürlich nach wie vor alles Spekulation. Dennoch hätte es eine Chance gegeben. 17 Monate war er jetzt in Nordkorea in Haft, dieser US-Student. Hätte es eine Möglichkeit gegeben, wenn man ihn früher in die USA geholt hätte, dass er möglicherweise sogar wieder gesund geworden wäre? Das ist auch sehr schwer zu sagen. Was man sicher sagen kann, wenn dieser Mangelzustand, Sauerstoffmangelzustand, schon wenige Minuten nur anhält, dann geht das Hirngewebe tatsächlich nachhaltig zugrunde. Das heißt, das kommt dann auch nicht wieder. Was manchmal passieren kann, ist, dass andere Hirnareale da etwas übernehmen können durch entsprechende Stimulation. Aber es ist eher davon auszugehen, dass schon vor 15, 16 Monaten da ein Ereignis war, was eben zu diesem Sauerstoffmangel geführt hat und dann auch tatsächlich nicht mehr viel zu machen war. Danke für diese Einschätzung an unseren Medizinexperten Dr. Christoph Specht. Dankeschön. Und jetzt steht natürlich die Frage im Raum, wie werden die USA auf diesen Fall reagieren? Das Verhältnis zu Nordkorea, das ist ja schon seit Monaten extrem angespannt, vor allem weil Machthaber Kim mit immer neuen Raketentests in der Region provoziert. Die USA haben auch deshalb ihre Militärpräsenz in der Region schon massiv verstärkt. Experten warnen allerdings vor militärischen Vergeltungsaktionen. Die USA und Südkorea demonstrieren ihre Macht mit einem gemeinsamen Militärmanöver. Dutzende Kampfjets und Panzer üben den Einsatz.
Diese Manöver haben Tradition und finden inzwischen öfter statt als früher. Washington und Seoul sind sich sicher. Nordkorea bereitet weitere Atom- und Raketentests vor. Nordkorea ist ein Problem für die Welt, das wir endgültig lösen müssen. Eine Transportmaschine der US-Armee landet in Südkorea. An Bord sind Bauteile für ein Raketenabwehrsystem. Es soll das Land schützen vor möglichen Raketenangriffen aus dem Norden. Dass die USA im Korea-Konflikt militärische Stärke zeigen, gefällt nicht allen Südkoreanern. Es gibt friedlichen Protest. Die Demonstranten teilen die Ängste ihres Landsmanns, dem früheren UN-Generalsekretär Ban Ki-moon. Die Welt bewegt sich in Richtung nuklearer Vernichtung. Das ist wirklich beängstigend. Auch Japan fühlt sich bedroht. Schließlich landen nordkoreanische Testraketen immer wieder im japanischen Meer. Wenn wir nichts tun, wird sich diese Gefahr für die Sicherheit wie eine Infektionskrankheit über die ganze Welt ausbreiten. Dieses Problem betrifft nicht nur den Osten Asiens, es ist eine Gefahr für die ganze Welt. Kim Jong-uns einziger Verbündeter ist China. Das Land versucht, eine Vermittlerrolle zu spielen. Die chinesische Seite hat immer betont, dass der UN-Sicherheitsrat gemeinsam eine Lösung finden muss. Das sollte auch in Bezug auf die koreanische Halbinsel gelten. Doch was die Raketentests angeht, scheint selbst den Chinesen die Geduld auszugehen. Auch Peking hat Nordkorea inzwischen ermahnt, allerdings bisher ohne merklichen Erfolg. Kim Jong-uns Ziel ist es, eine nukleare Langstreckenrakete zu entwickeln, die die Westküste der USA erreichen kann. Laut Experten ist Nordkorea davon zwar noch Jahre entfernt, doch jeder Test bringt es näher an sein Ziel heran. Tja, schauen wir uns dieses Land und vor allem seinen Machthaber noch mal ein bisschen genauer an. 2011 übernahm Kim Jong-un die Macht in Nordkorea. Seitdem rätselt der Rest der Welt, wohin er das Land eigentlich steuern will. Auf der einen Seite gab es immer mal wieder leichte Anzeichen für eine zumindest vorsichtige Öffnung des kommunistischen Landes. Auf der anderen Seite stehen brutale Machtkämpfe und eben immer neuen Provokationen des Regimes in Pjöngjang. Man neigt dazu, ihn nicht ganz ernst zu nehmen, pummelig und manchmal ein bisschen unbeholfen. Und auch solche Bilder fördern wahrscheinlich nicht das Image eines ernstzunehmenden Staatsmannes. Kim Jong-un lässt sich von Mickey Mouse und Winnie Pooh unterhalten. Doch der nordkoreanische Machthaber kann auch anders. Mit Kriegsdrohungen und Atomtests hält er die Welt in Atem. Kim Jong-un will nach außen Stärke demonstrieren und das um jeden Preis. Das illustriert, dass wir es hier mit einer zutiefst verunsicherten nordkoreanischen Führung haben, die von innenpolitischen Schwierigkeiten ablenkt, indem sie außenpolitisch eskaliert. Im Februar 2016 ließ Kim Jong-un seinen Armee-Generalstabschef exekutieren, wegen Korruption und Verschwörung, so hieß es. Die Hinrichtung war aber nur eine von vielen. Immer wieder verschwinden plötzlich Amtsträger. Innenpolitisch scheint der Machthaber längst nicht so gefestigt, wie er es nach außen erscheinen lassen will. Zudem wandelt sich die Gesellschaft. Es wird immer schwieriger, das Volk von Informationen und Nachrichten abzuschneiden. Der unbedingte Gehorsam, auf den noch seine Vorgänger bauen konnten, gerät zunehmend in Gefahr. Es ist nur wenig bekannt über Nordkoreas Machthaber. Er soll zwischen 1982 und 1984 geboren worden sein. Er ging offenbar in der Schweiz unter falschem Namen zur Schule und lernte den Westen kennen. Deutliches Indiz: seine Liebe zum Basketball. Vor einigen Jahren lud er den einstigen NBA-Skandalspieler Dennis Rodman in sein Land ein. Beide bezeichnen sich als Freunde. Nach seiner Zeit in der Schweiz besuchte Kim Jong-un die Universität in Pjöngjang, bis er zum Nachfolger Kim Jong-ils aufgebaut wurde. Im Dezember 2011 war es dann soweit. Nach dem Tod seines Vaters wurde Kim Jong-un zum obersten Führer von Volk, Partei und Streitkräften ausgerufen. Seit dem ersten Tag seiner Machtübernahme kursieren aber auch Spekulationen über seine tatsächlichen Machtbefugnisse. Wir wissen ja nicht einmal, ob Kim Jong-un wirklich regiert oder ob einfach nur das Gesicht dieses Regimes ist, das vor allen Dingen durch die kommunistische Partei Nordkoreas und das Militär gestützt wird. Das Land verändert sich, trotz oder wegen Kim Jong-un, das ist unklar. Frauen dürfen seit wenigen Jahren Hosen tragen, das war bis dahin verboten.
Es gibt mittlerweile auch so etwas wie wirtschaftliche Strukturen. Und Kim Jong-un selbst zeigt sich öffentlich an der Seite seiner Frau, der Sängerin Ri Sol-joo. Das hat es in Nordkorea noch nie gegeben. Zwischenzeitlich gab es zwar auch Gerüchte, sie sei in Ungnade gefallen und er habe sie verschwinden lassen. Aber zumindest diese Gerüchte stellten sich als falsch heraus. Ja, viele Gerüchte, wenig Konkretes, was man aus diesem Land weiß. Ein Diktator, also der eine der größten Armeen der Welt hat, der Atomraketen baut und der selbst im Luxus lebt. Für sein Volk aber bleibt fast nichts übrig. Kein Geld für Essen oder für Medizin und so leben viele der knapp 25 Millionen Nordkoreaner in bitterer Armut. Die Flucht nach Südkorea wagen nur wenige, sie ist lebensgefährlich. Unsere Reporterin Pia Schröers hat eine Frau getroffen, die dennoch geflohen ist, die es gewagt hat. Vor nicht einmal einem Jahr kämpfte Choi Sung-jok noch jeden Tag gegen den Hunger. Dann floh sie aus Nordkorea. Einen ihrer Söhne verlor sie dort durch den Hungertod. Er wurde nur 4 Jahre alt. Seit wenigen Monaten arbeitet sie in der südkoreanischen Millionenstadt Incheon in einem Restaurant. Stolz präsentiert sie uns das Essen. Sie selbst nimmt kaum einen Bissen zu sich. Ich kann nur wenig essen, weil ich dabei immer an meine Verwandten im Norden denken muss. Ich habe immer noch die Bilder von toten Kinderkörpern im Fluss im Kopf, die ich so oft davonschwimmen gesehen habe. Choi gehörte zu den Ärmsten der Armen, lebte mit ihren Kindern in einer Hütte im Wald. Wie viele ihrer Landsleute versuchten sie, sich mit Gras und gemahlener Baumrinde aus den Wäldern am Leben zu halten. Ihr Mann starb in einem Arbeitslager. Viele bei uns im Dorf haben ihre Kinder oder andere Familienmitglieder durch den Hungertod verloren. Einige haben sich aus Verzweiflung das Leben genommen, indem sie Gift getrunken haben. Teils hat die ganze Familie zusammen Selbstmord begangen. Das Leben hatte für sie keine Bedeutung mehr. Ich erinnere mich an so viele solcher Fälle, aber darüber spricht keiner und keiner stellt das Regime in Frage. Jeder weiß, wenn du das machst, bringen sie dich um. Doch gut erinnert sie sich noch daran, als sie wie Millionen ihrer Landsleute in Freudentränen ausbrach, wenn sie solche Bilder vom großen Führer Kim Jong-un sehen durfte. Das Gefühl beschreibt sie als pure Liebe. Wenn sie heute in Südkorea Bilder von der großen Parade aus ihrer Heimat sieht, steigt die pure Wut in ihr auf. Ich habe gedacht, dass wir das Militär dringender brauchen als alles andere, weil die USA und Südkorea uns sonst jederzeit vernichten würden. Ich dachte, wir müssen hungern, um unser Land zu retten. Ich war stolz auf die großen Paraden. Heute weiß sie, dass ihre Familie und Freunde in Nordkorea nicht Hunger leiden müssten, wenn das Regime weniger Geld in das Militär und dafür mehr in Lebensmittel investieren würde. Um den Landsleuten nur den bloßen Gedanken an eine Flucht hier nach Südkorea auszutreiben, trichtert das Regime ihnen von Geburt an Ammenmärchen über das vermeintliche Elend und die Bösartigkeit ihres Brudervolks im Süden ein. Jeder in Nordkorea glaubt, dass der Süden noch viel ärmer ist. Sie erzählen, dass die Straßen voll mit Soldaten sind, die auf uns Nordkoreaner warten, um uns das Blut aus dem Körper zu ziehen, bis wir sterben. Choi hatte eigentlich nie vor zu fliehen, doch ihre Tochter hatte es vorgemacht und holte Mutter und Bruder 7 Jahre später mit teuer bezahlten Fluchthelfern in die Freiheit nach. Man sagte uns, meine Tochter sei in China. Als wir dort ankamen, erfuhren wir, dass das nicht stimmte und sie in Südkorea ist, bei unserem größten Feind. Wir haben Panik bekommen. Wir dachten, wir sind in eine Falle getappt vom südkoreanischen Geheimdienst. Davor wurden wir immer gewarnt. Wir haben sogar versucht zu entkommen. Wir wollten zurück nach Nordkorea. Dann konnte ich mit meiner Tochter telefonieren. Choi blieb dennoch misstrauisch, hielt ihre Tochter wegen der Flucht zum Feind für eine Verräterin, beschimpfte sie, wollte sie aber einmal sehen, dann zurückkehren und sich den Behörden stellen. Sie zeigt uns ein Foto von der riskanten Flucht. Wir schwammen durch halbgefrorene Flüsse und kletterten tagelang in Eiseskälte über hohe Berge. Erst als sie schließlich mit eigenen Augen den Wohlstand in Südkorea sah, wuchs in ihr die schmerzliche Erkenntnis, dass sie von dem Land, dem sie Teile ihrer Familie opferte und dem sie aus Vaterlandsliebe alles verziehen hatte, 50 Jahre lang betrogen worden war. Heute ist sie ein anderer Mensch und beschimpft mit Vergnügen ihren einst so geliebten Führer. Kim Jong-un, du Verräter, du solltest sterben. Ach, es tut so gut, in einem freien Land zu leben. Jetzt will sie hart arbeiten, um auch den Rest ihrer Familie aus den Fängen der brutalen Diktatur zu befreien.
Tja, die bewegende Geschichte einer Frau, also die es gewagt hat, aus Nordkorea zu fliehen, einem Land, das aber auch immer wieder für Geschichten gut ist, die sich anhören wie aus einem Spionagefilm. Im Februar zum Beispiel war der Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un am Flughafen in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur zusammengebrochen. Er starb dann wenig später auf dem Weg in ein Krankenhaus. Wenig später hat sich herausgestellt, der 45-jährige Kim Jong-nam wurde vergiftet. Die Hintergründe dieses Falls. Schnell verdichten sich die Hinweise darauf, dass Nordkoreas Diktator Kim Jong-un selbst hinter der Ermordung seines Halbbruders Kim Jong-nam am Flughafen von Kuala Lumpur steckt. Der war von zwei Frauen von hinten angegriffen worden. Dabei haben sie Gift ins Gesicht des 45-Jährigen gerieben. Minuten nach der Attacke starb Kim Jong-nam. Eine Untersuchung ergab schließlich, an welchem Gift er starb. Bei dem Gift handelt es sich um das Nervengas VX. Das ist ein chemischer Kampfstoff. Das Gift dringt durch die Augen, die Haut oder die Atemwege in den Körper ein und ist extrem wirkungsvoll. Die meisten Menschen sterben daran, dass durch die Muskellähmung, weil die Nerven überreizt werden, das Zwerchfell nicht mehr funktioniert und man dann nicht mehr richtig atmen kann. Das ist ein schmerzvoller Tod, ein qualvoller, und das soll das Opfer ja auch noch gesagt haben, dass es unheimlich weh tut. Nur 4 Länder haben noch Bestände des verbotenen Gifts, darunter Nordkorea. Ein Indiz, dass Diktator Kim Jong-un hinter dem Mordanschlag steckt. Es klingt wie eine Räuberpistole, ist aber gewiss kein Einzelfall. Es hat in der Geschichte schon zahlreiche Operationen dieser Art gegeben, entweder gegen Oppositionelle der Regime oder gegen interne Gegner, die über das Regime zu viel wissen und von daher physisch ausgeschaltet wurden. Die beiden Frauen, die Kim Jongs Halbbruder das Gift verabreicht hatten, wurden gefasst. Ihnen droht nun in Malaysia die Todesstrafe. Ja, soweit erstmal unser News-Spezial an dieser Stelle. Jetzt wollen wir kurz live schauen nach Berlin zum Tag der deutschen Industrie. Dort erwarten wir in wenigen Augenblicken die Rede von SPD-Kanzlerkandidat Martin.